mache ich jetzt eben. Meine Güte, ne, wie lange dauert das denn? Brauchst du etwas? Dieses Messer fertige ich für eine Schreiberin an, die meine Tochter gern hat. Mhm. Dann beglückwünsche ich dich zum Glück deiner Tochter. Mhm. Meine Tochter wird ihre Zeit nicht mit einem Taugenichts wie einer Schreiberin verbringen. Ach, mein schon, Mädchen soll nicht in Armut leben, während diese Frau vor sich hinkritzelt. Dieses Messer soll ihr Angst machen oder in ihrem Hals enden. Mhm. Ja, das Objekt, klar, soll das überbracht werden, aber in der Frau drin. Du willst, dass ich sie meine Klinge spüren lasse? Bitte. Sie muss sterben. Hm. Ja, gut. Ich helfe. Ja. Ich stehe in deiner Schuld. Überlass das mir. Aber so weit von, da kannst du einen drauf lassen. So, geschenkt. Zivilistin, 208 Meter. Bis gleich. Jetzt nur noch zum einstreichen. Ja, Policia. So. Und dann werde ich mein Nächste, dem ich was überbringe. Aber so was von. Ja, den Haus des Anführers mache ich noch nicht. Du! Hast du sie getötet? Ja. Sie macht keine Probleme mehr. Nein. Hier. Du hast es dir mehr als verdient. Na gut. Nee. Was ist das? Ein Schmied oder was ist das? Nee, ich helfe doch gern. Mhm. Grünau. 4,9, 247. An. Ja, Obsidian wäre mir lieber gewesen. So, zu welchem gehe ich denn jetzt? 31 Meter in diese Richtung. Na, Manufaktur. Oh, oh, oh. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Nee, nicht wirklich. Dann gucken wir doch mal rein in die Manufaktur. Nee. Zack. Einer. Ui. Ah, er will mit mir wieder wohin? Ui. Ja gut, dann werden wir das als Nächstes in Angriff nehmen. Oh Mann, was ist denn hier los? Ah, das ist das Haus des Anführers. Ja, das ist also noch ein bisschen heftig. Da muss ich noch ein bisschen schwächen. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir Angriff. Oder Wurst. Und tschüss. Die Policia. Policia ist nicht. Ja, absolut. Dann kommen wir hier rein, mein Freund. Und lass dich mal eben nicht killen. Eieieiei. Wo kommt der denn jetzt? Da ist doch irgendwas faul. Ja, logisch. Nicht gut hier. Der Eingefrorene. Na, gucken wir uns mal. Ja. Ich weiß, das wirbelt, aber glaub mir, das ist gleich schnell vorbei. So. Ei. Die Eingefrorene. Sehr gut, dann nehmen wir ihn mal hoch und bringen ihn mal weg. Ja, ich bring den mal nach draußen, hier, da, der Gesellschaft. Ja, stich den mal dahin, ne? Und das ist dann okay. Ja. Tschüss. Taschengeld gut, reg dich nie auf. Kannst du weglassen. So.
uns noch hier überall bedienen und dann ist das hier auch schon Thema durch. Zack, erledigt. Gut, ich würde sagen, das war's. Oh, mehr kann ich ja nicht dazu sagen. Gut. Ziemlich komisch aus, der Tempel. Ein bisschen abgebrannt, würde ich sagen. Hoi, hoi, hoi. Nee, mehr ist hier nicht. Aber wo ist da? Den hatte ich schon. Na, prima. Komm, lass knacken. Ja, das ist jetzt hier ein wenig kniffliger. Was heißt knifflig? Knifflig ist das ja auch nicht. So, hier kann mich keiner sehen. Auf Wiedersehen. Kumpel. Du hättest zu Hause bleiben sollen. Auf jeden Fall. Ja, wo bin ich denn da? Interagieren? Was war das? Jetzt habe ich interagiert, aber nichts passiert. Na gut. Vielleicht kommen wir ja später darauf zurück. Ich hoffe es. Ja. Geh doch da hoch. Freude. Freude, Freude, Freude. So, können die mich sehen? Nein, die sind zu dämlich dafür. Kumpel. Ja? So wird halt nichts mit uns. Auf keinen Fall. Der sieht mich nicht. Auf keinen Fall. Ja, ja. Erledigt. So, und jetzt brauche ich den da hinten noch kurz zum Auffüllen. Dann nö. Ist, als wenn gar nichts gewesen wäre. So. Mal eben. Ja, ja. Boah. Ey, das Blut. Habt ihr das jetzt gesehen? Ja, ist ja geil. Ich sag ja, das Spiel hat wirklich noch einiges auf Lager. Gut. Ja, ich würde sagen, ne, gut auseinandergenommen. Wir nehmen, noch nicht mal ein Drittel, ein Sechzehntel Fahrt auf. Ja, ja. Was wolltest du sagen? Immer was? Ja, der Lux. Der Lux. Ja, ja, ja. Sind immer so kleine Zwischenspiele, aber ich vergesse euch nicht. Halt. Das war kurz auseinander. Ja, das ist wenigstens ist hier was. Und dann nicht so weitläufig wie in Lakonien. Jetzt werden wir zuerst ihn meine Klinge schmecken lassen. Ja, glaubst du und ich nicht. Ja, na gut. Wenn ich dir nicht so leicht entkomme. Ja, dann komm doch her. Du bist mir nicht gewachsen. Ne, ne, da hast du auch wieder recht. Hey Jungs, was willst du denn? Du Lappen. Nix ist. Du machst gar nichts, du hohle Frucht. Ja, der Tod greift nach dir, aber nicht nach mir. Schlappmann, es kann auch wohl nicht wahr sein. Aber hier fehlt mir noch einer. Ist da oben nicht noch einer? Nö. Absolut nicht. So, Truhe nehmen. Was denn da drin? Attentäterbeinschienen. Nicht schlecht. Ja. Auch erledigt. Also wenn das hier so geht, sind wir in einer Viertelstunde durch. Passieren.
Also, bis gleich. Das Pereilager, da sind wir, ja. Gut. Reins, das hatten wir auch schon. Ach, er ist das, der Big Daddy. Na gut, dann schauen wir mal, was der Big Daddy so drauf hat. Jetzt muss ich da aber erstmal. Jetzt muss ich da erstmal reinkommen. Ohne. Ich kann eigentlich zum Vordereingang gehen. Ja, sehr. Das ist doch kein Problem. Aber weißt du was? Ja, ja. Jetzt guckt der, der ist blöd. Ja, dann komm doch her, stell es ab und dann ist gut. Keine Bewegung! Mache ich. Ich habe mich nicht bewegt. Nicht ein Meter von der Stelle weg. So sieht das hier aus. Nein. Schon sehen. Da haben wir, oh ja, Höhle des weißen Bären. Ja. Na gut, dann machen wir aus dem Weißen. Ja. Nein, nein. Ja, das ist ja ganz gut, die Höhle des weißen Bären. Ich find's einfach nur geil. Ja. Aber hinterher wird das garantiert wesentlich schwieriger bei den ISO. Auf jeden Fall. Ja, Halleluja, ey. Ja, jetzt gucken wir nochmal zusammen, ob hier hinten noch was ist. Ja, ich bin bis hierhin jetzt geritten. Das war gar nicht so unübel. Nee. Nee, hinten scheint nichts mehr zu sein. Scheint. Aber genau weiß ich es nicht. Also, ihr wisst Bescheid und ich weiß Bescheid. Söldnerin? Eine Gruppe Soldaten hat mir vor ein paar Tagen zugesehen. Ihr Gejohle war zu ertragen, aber dann hat ihr Hauptmann meine Kondition kritisiert. Was ist passiert? Was passiert ist? Ich forderte ihn heraus. Er hat gegen ein Mädchen verloren. Das ist passiert. Jetzt geht mir sein Trupp ständig auf die Nerven. Einige wollen ein Rennen, andere meinen Kopf, weil ich ihn beschämt habe. Und jetzt willst du, dass ich ihn zum Fährmann schicke? Ja. Der Athener-Befehlshaber muss fallen. Ist gut, ich mache es. Mutiger, als du aussiehst. Viel Glück. Chere. Ja, also ein Befehlshaber ist ja schon eine Macht, ne? 222 Meter. Ach komm. Ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Eigentlich würde ich jetzt wieder abstoppen und ja, aber ich will euch mal kurz mitnehmen. Ja, ich sag mal so, das macht ja auch ein bisschen Arbeit. Du darfst nichts falsch machen, das ist es ja. Wenn du da was falsch machst, ist ein Problem. Ja. Ach, guck mal, an derselben Stelle.
Wie mache ich das denn jetzt? Am besten so. Ja, am besten so. Zeit zu kassieren. Alle einmal. Ja, der müsste von irgendwo jetzt kommen. Von da. Das Leben ist einfach. Du stirbst, ich werde rein. Gut, dann bin ich damit einverstanden. Ja, was denn nun? Viele Chancen hast du nicht, mein Freund. Ja, ja, ich glaube mir. Bis du das begreifst, ist dann alles schon vorbei. Ja. So, macht's gut. So, steck weg, steck weg, steck weg. So. Steck das Schwert weg. Hallo? Jetzt. Wie bin ich denn da noch? Da muss ja noch einer gewesen sein. Ja. Eigentlich schon. Na gut. So, Mädel. Kohle raus. Befehlshaber ist und so ein paar andere waren auch noch dabei. Und aber ist gratis. Ja. Yep. Du bist es. Ja, logisch. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Ja. Das war gute Arbeit. Hier, das ist für dich. Das reicht. Nein, sag doch nicht immer, das reicht. Aus dem Obsidianglas will ich haben. So.